Liebe Hörer und Hörerinnen, mit dem Wechselschrittler Du ahnst es nicht beendeten wir unser heutiges Frühschoppenkonzert auf Industrieschallplatten. Nach einer Sendepause von 20 Minuten melden wir uns wieder zur Stunde der Klassiker. Ich gebe Ihnen jetzt noch die genaue Zeit. Es ist mit dem Gongschlag. Guten Tag. Sie wünschen? Guten Tag wünsche ich Ihnen. Naja, das Pulver scheinen Sie auch nicht erfunden zu haben. Oder? Nein, mein Ehrenwort. Na, was wollen Sie denn eigentlich hier? Ja, wissen Sie, ein bekannter Freund von mir, der baut sich einen Radio. Ah, Ihr Freund, das ist ein Bastler. Ja, er ist eigentlich Radfahrer. Und er baut sich einen Radio und er sitzt am Hausdach mit einem grünen Legholm und wartet auf mich. Ich soll ihm einen Antennendraht besorgen. Ah, wir senden hier nur. Ach, Sie senden nur. Dann senden Sie ihm einen. Ich gebe Ihnen die Adresse. Er wohnt in der Entenbaustraße. Haus ist nicht wichtig. Schneitzelberger heißt er. Einen Moment. Schneitzelberger. Herr Daschner? Sie, Herr Daschner. Sagen Sie mal, Herr Daschner, wissen Sie vielleicht, wo der Inspizient Eisele ist? Was? Ja, das geht mich nichts an. Ich brauche ihn dringend zur nächsten Sendung. Ja, erlauben Sie mir, ich kann doch nicht alles alleine machen. Wind und Donner und Volksgemurmel und so weiter. Ich werde sofort nachschauen in der Kantine. Vielleicht ist er dort, Fräulein Säusler. Jawohl. Ja, ich schicke ihn dann sofort zu Ihnen. Ja. Senderaum 2, im ersten Stock. Auf Wiedersehen. Hey, Herr Rundfunkhausmeister. Aber was ist denn mit meinem Draht? Ach, lassen Sie mich doch zufrieden. Gehen Sie doch hin, wo Sie wollen. Halt, mein Hut. Also, was man wegen so einem Stickel Draht für Laufereien hat, da besorge ich mir leichter 10 Pfund Butter. Ich weiß nicht. Sie kehren geschmiert. Nicht Sie, die Türen. Ja, wie kommen denn Sie da herein? Durch die knarzende Türe. Haben Sie es nicht gehört? Verzeihen Sie, Fräulein, bin ich hier richtig im Versandraum? Jawohl, das hier ist der Senderaum. Was wünschen Sie? Ich wünsche eine Sendung in die Entenbachstraße. Tja, wir senden doch überall hin. Überall? Natürlich. Ja, dann ist die Sache für mich fast erledigt. Was haben Sie denn für einen Empfänger? Schneitzelberger heißt er. Schneitzelberger? Kenne ich nicht. Das muss eine neue Marke sein. Ja, das ist eine gute Marke. Sagen Sie, was möchten Sie denn gerne gesendet haben? 25 Meter Antennendraht, Längelchen. Ein bekannter Freund von mir, der baut sich eine Radioantenne. Aha. Und er will jetzt, die ist zu kurz, jetzt will er eine längere Antenne. Weil er will auch Moosburg will er empfangen. Und da bräuchte er 25 Meter langen Draht. Ach so, ja, wir haben überhaupt keine 25 Meter Antennendraht. 20 Meter auch nicht? Nein, wir haben gar keinen Draht. Da haben Sie einen Draht. Liegen lassen, sag ich. Wir haben doch nichts zu verkaufen. Ja, wir nehmen ihn auch geschenkt, wenn wir nicht anders kriegen. Ich erkläre Ihnen eben, wir verkaufen nichts und verschenken nichts. Wir senden Theater, Musik, Vorträge und so weiter, aber ohne Draht. Ja, da brauchen Sie ja keinen Draht. Dieser Draht ist zu einem ganz anderen Zweck bestimmt. Zu einem anderen Zweck? Brauchen Sie da Draht dazu? Lassen Sie diese Scherze. Ich habe Ihnen schon gesagt, wir verkaufen nichts. Und jetzt machen Sie gefälligst, dass Sie weiterkommen. Aber ich muss einen Draht haben. Ich habe ja das Geld dabei. Mein Freund, der wartet hoch oben in der Ferne am Hausdach auf mich. Vielleicht überlegen Sie sich doch noch mal mit dem Draht. Nein, hier wird gar nichts überlegt. Bitte schauen Sie jetzt, dass Sie weiterkommen. Ja, haben Sie dann mindestens so kleine Schräubelchen? Wie bitte? Schräubelchen, so kurze Schrauben. Nein. Jugendliche Schrauben. Nein, die haben wir auch nicht. Auch nicht? Nein. Und Hörer, haben Sie Hörer? Hörer? Ja, natürlich. Hörer haben wir Millionen. Einen brauche ich nur. Ein Stück, so Ding, da so. Ach so, Sie meinen einen Kopfhörer, ja? Ja, einen Kopfhörer. Das bekommen Sie alles in einem Spezialgeschäft für Radioartikel. Könnten Sie mir so ein Radioartikelgeschäft besorgen? Ja, es gibt doch mehr als genug. Gleich vorne an der Ecke ist ein Geschäft, da bekommen Sie alles das, was Sie brauchen.
Warum? Ja, warum? Das weiß ich auch nicht, weil es eben ein Spezialgeschäft für Radioartikel ist. Sie können auch meinetwegen woanders hingehen, das ist mir egal. Ja, wäre mir schon lieber. Na bitte. Und dem verkaufen Sie auf keinen Fall. Nein, auf gar keinen Fall. Solide de Paris, j'ai des fleurs moussi à la main du courage, Jeremie, Jeremie Labassé. Was soll das heißen? Ich spreche nicht Französisch. Was heißt das auf Deutsch? Auf Deutsch? Labassé? Das verstehe ich nicht. Labassé, 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 Leihweise. Ach, Leihweise. Nein, auch nicht Leihweise. Dann links wieder hin. Ach du meine Güte. 10:45 Uhr. Hey, Toni. Ja, Schneidelberger, seit wann bist denn du mondsichtig? Hast du einen Kronen gesehen? Ja, natürlich. Vorgestern. Hier ist Senderaum 2. Was? Nicht zu finden? Ja, das sieht sich ja schön auf. Ja, aber ich bitte, in 5 Minuten ist doch die Sendung. Ja, was mache ich denn da mir? Was mache ich denn da jetzt ohne Inspizienten? Die kommt hierher. Sagen Sie, wollen Sie sich bei mir 5 Mark verdienen? Bei Ihnen? Wie meinen Sie denn das? Ja, ich bin nämlich in allergrößter Verlegenheit. Unser Inspizient ist augenblicklich nirgends zu finden. Und deshalb möchte ich Sie jetzt bitten, ob Sie vielleicht jetzt am Tisch eine Kleinigkeit machen könnten. Ist Ihnen das möglich? Nein, das kann ich nicht. Nein, das kann ich nicht. Ja, aber so bleiben Sie doch da. Einen Antennendraht bekommen Sie auch von mir. Den da? Nein, den nicht, einen anderen. 5 Mark? Jawohl, 5 Mark und 25 Meter Antennendraht. Und was muss ich da dafür machen? Das will ich Ihnen jetzt erklären. Aber nehmen Sie vielleicht einmal diesen Hut hier weg, ja? Jetzt passen Sie auf. Es kommt jetzt zum Vortrag Schillers... Ja, hier dürfen Sie nicht drauflegen, den Hut. Also es kommt jetzt Schillers Glocke zum Vortrag. Der Schauspieler fängt zu sprechen an und Sie müssen dabei die Apparate bedienen. Ja, nehmen Sie doch den Hut weg, das geht doch nicht. Also, Schillers Glocke wird vorgetragen, haben Sie verstanden, ja? Und Sie müssen hier sämtliche Apparate bedienen. Wenn zum Beispiel... Ja, Sie passen ja gar nicht auf, das geht doch nicht. Wo schauen Sie denn immer hin? Sie haben mir den Hut hinterwärts geschmissen. Der kommt Ihnen doch nicht weg, der Hut. Ja, wenn aber jemand drauf tritt. Na, wer soll denn drauf treten? Außer uns beiden ist doch niemand da. Ich? Ja, ja, Sie wissen doch, dass es doch ist. Wenn ich im Fall drauf vergesse. Ja, dann holen Sie sich Ihren saudummen Hut. Also, das ist ja fürchterlich mit Ihnen. Passen Sie auf. Wenn der Schauspieler zum Beispiel sagt, es donnert, was müssen Sie dann machen? Beten. Nein, dann müssen Sie donnern. Ungefähr so, schauen Sie her. Oder, wenn der Schauspieler zum Beispiel sagt, der Sturmwind heult, was müssen Sie dann machen? Heulen? Nein, Gegenteil. Da müssen Sie einen Wind dazu machen. Ich? Nein, Sie. Dazu haben wir eine Maschine. Ach, mit einer Maschine? Ja, sehen Sie, das ist die Sturmmaschine bei uns. Und damit erzeugen wir unseren Wind. So, jetzt versuchen Sie es gleich, wenn Sie es auch können. Nur so rüberdrehen. Ja. So lieber Westwind, wie? Ja, ja. Das machen Sie großartig, das haben Sie schon verstanden. Also passen Sie auf. Hier habe ich jetzt eine Liste. Und alles das, was hier rot angestrichen ist, ja, das müssen Sie ausführen. Aha. Also kinderleicht, das steht ja alles da. Also wenn der Schauspieler sagt, wohltätig ist des Feuers Macht. Jawohl. Dann mache ich sofort ein Feuer. Ach, du liebe Zeit. Nein, Sie haben mich ja noch nicht verstanden. Ich habe Ihnen doch eben erklärt. Alles das, was rot angestrichen ist, müssen Sie ausführen. Alles andere hat hier keine Bedeutung. Es ist so ähnlich wie beim Theater, genauso wie beim Theater. Na ja, dann. Das bekommen wir schon. Also nur eines möchte ich noch bemerken. Das Wichtigste von allem... Sind die 5 Mark und der Draht? Nein, das Wichtigste von allem ist das eine. Passen Sie gut auf, was ja, ich Ihnen jetzt sage. Ja. Wo eine rote Lampe brennt. Ja, das weiß ich, da wohnt eine Hebamme. Nein, nein, ich habe mich auch falsch ausgedrückt jetzt, passen Sie auf. Also wenn eine rote Lampe brennt, ja, dann läuft der Sender. Wohin? Ja, wohin? Naja, dann ist eben unser Mikrofon eingeschaltet und von dem Augenblick an hören alle unsere Hörer alles das, was in diesem Raum vor sich geht. Ja, was ist das? Ja, da müssen Sie also sehr vorsichtig sein. Wie gesagt, wenn die rote Lampe brennt, dann dürfen Sie
kein Wort mehr sprechen, nicht husten, nicht atmen. Denken schon, leise denken. Ja, na denken können Sie schon, aber um Gottes Willen ja keinen Laut von sich geben. Also Sie haben die allergrößte Ruhe zu bewahren. Haben Sie das verstanden? Ja, ja. Ja, ich hoffe es. Also jetzt fangen wir an, jetzt hole ich den Herrn Schauspieler. Bin schon da. Guten Morgen, Herr Hofschauspieler. Ah, recht guten Morgen, schönes Fräulein. Darf ich Sie bekannt machen, Herr Hofschauspieler? Ja, bitte. Das hier ist unser Rundfunksgeräuschemacher aus Hilfs in Speziell. So. Ja, aber nun los, wir haben die höchste Zeit. Bitte schön, Herr Hofschauspieler. Achtung, Achtung, sehr verehrte Hörer und Hörerinnen, in unserer Sendereihe Stunde der Klassiker hören Sie jetzt die Rede des Altgesellen aus Schillers Lied von der Glocke. Sprecher, hier ist der Hofschauspieler Nikodemus. Festgemauert in der Erden steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden. Frisch Gesellen, seid zur Hand. Bin schon da. Nur das Rosi. Von der Stirne heiß brennen muss der Speis. Soll das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von oben. Wohl, nun kann der Guss beginnen, schön gezacket ist der Bruch, doch bevor wir's lassen rennen, bete deinen frommen Spruch. Stoß den Zapfen aus, Gott bewahr das Haus, rauchend in des Henkels Bogen, schießt mit feuerbraunen Bogen. Wohltätig ist des Feuers Macht, wenn sie der Mensch bezähmt bewacht. Und was er bildet, was er schafft, das dankt er dieser Himmelskraft. Doch furchtbar wird die Himmelskraft, wenn sie der Fessel sich entkrafft. Au! Ein Heer tritt auf der eigenen Spur. Die freie Tochter der Natur. Wehe, wenn sie losgelassen, wachsend ohne Widerstand durch die volkbelebten Gassen, wälzt den ungeheuren Brand. Wenn die Elemente hassen, das Gebild der Menschen. Aus der Wolke quillt der Segen, strömt der Regen aus der Wolke ohne Wahl,
zuckt der Strahl. Idiot! Hört ihr's wimmern hoch vom Turm? Das ist Sturm. Rot wie Blut ist der Himmel. Das ist nicht des Tages Glut. Welch Getümmel, Straßen auf, Dampf, weil auf, Flackern steigt die Feuersäule. Durch der Straße lange Zeile wächst es fort und windet ein. Kochen wir so das Rachen, glühen die Lüfte, Balken krachen. Was stürzt? Fenster klirren. Kinderjammer. Mama, Papa. Mütter irren. Tiere wimmern unter Trümmern. Alles rennt, rettet, flüchtet, Tag hält die Nacht. Durch der Hände lange Kette und die Wette liegt der Eimer. Hoch im Bogen spritzen Quellen, Wasserwogen. Heilend kommt der Sturm geflogen, der die Flamme. Die Sendung musste abgebrochen werden, weil unser Inspizient leider verrückt geworden ist. Sie hören jetzt Musik auf Industrieschallplatten. Musik